Es ist ja so, an keinem anderen Ort werden Menschen derzeit so engmaschig getestet wie in unseren Schulen. Wir haben eine normale Testfrequenz von 3-mal die Woche. Wenn ein Corona-Fall auftritt, erhöhen wir die sogar auf 5-mal die Woche, also auf tägliche Tests. Wir haben eine Maskenpflicht im Unterricht am Platz und wir haben auch sonst Hygienemaßnahmen. Man kann wirklich sagen, so strenge Hygienemaßnahmen wie in unseren Schulen gibt es fast nirgendwo anders. Das zeigt, wir haben die Gesundheit unserer Kinder und Jugendlichen fest im Blick. Und ich sage das auch ganz persönlich als Vater eines Kindergartenkindes. Ich kann in dieser besonders herausfordernden Zeit Eltern und ihre Sorgen vor einer Infektion in der Schule sehr gut verstehen. Aber wir müssen auch feststellen, was wir tun in der Schule ist, wir stecken mit unseren Tests Infektionen auf, die in der Regel im privaten Umfeld entstanden sind. Das hat die Chefin eines Gesundheitsamtes auch mal so schön auf den Punkt gebracht. Sie hat gesagt, die Schulen sind nicht die Infektionsorte in aller Regel, sie sind die Feststellungsorte für die Infektion. Und das hat uns auch eine Studie des Helmholtz-Zentrums für Infektionsforschung bestätigt, mit der wir als Kultusministerkonferenz zusammengearbeitet haben. Die haben letztes Jahr festgestellt, dass die Infektionsgefahr außerhalb der Schulen, also im privaten Umfeld, 4-mal höher ist als in den Schulen, weil in den Schulen so engmaschige Hygienemaßnahmen gelten. Und deswegen sage ich, solange Geschäfte und Freizeiteinrichtungen wie Kinos oder Restaurants geöffnet bleiben, macht es infektiologisch überhaupt keinen Sinn. Und sind wir es auch den Kindern und Jugendlichen schuldig, dass wir alles dafür tun müssen, dass ihr Schulalltag nicht eingeschränkt wird durch Wechsel- oder gar Distanzunterricht, also durch Schulschließungen wie in den vergangenen Lockdowns. Und mit diesem Vorgehen stehen wir auch keineswegs alleine da. Die meisten anderen Länder machen es genauso. Und auch die überwiegende Mehrheit der Fachleute aus der Wissenschaft und Medizin unterstützt uns mittlerweile in dieser Haltung. Also die Regeln sind diese. Infizierte Schülerinnen und Schüler können nach einer Woche bzw. 7 Tagen mit einem negativen Bürgertest wieder in den Unterricht zurückkehren. Sitznachbarn bzw. Mitschülerinnen und Mitschüler in der Klasse können weiterhin am Präsenzunterricht teilnehmen, müssen also nicht mehr automatisch in Quarantäne und testen sich dann halt 2 Wochen lang täglich. Ungeimpfte Schülerinnen und Schüler, die aufgrund einer Infektion der eigenen Familie, also wenn die Eltern oder Geschwister infiziert sind, in Quarantäne müssen, können diese bereits nach 5 Tagen mit einem negativen Bürgertest beenden und dann wieder in den Unterricht zurückkehren. Und bei geimpften Schülerinnen und Schülern entfällt diese Quarantäne natürlich. Ich glaube, diese Regeln sind ein guter Kompromiss zwischen der Notwendigkeit, die Gesundheit der Kinder und Jugendlichen zu schützen einerseits, und ihre Mitschülerinnen und Mitschüler damit natürlich mit, und dem gleichzeitigen Ziel, dass alle gemeinsam so wenig Unterricht wie möglich verpassen sollen. Also ich denke, unsere Schulen haben in den nunmehr fast 2 Jahren der Pandemie vielfach eindrucksvoll unter Beweis gestellt, dass sie auf alle Unterrichtsformen vorbereitet sind. Das war natürlich nicht von Anfang an der Fall. Es hat ja niemand früher vor Corona über die Möglichkeit eines Distanzunterrichts nachgedacht. Aber wir haben mittlerweile vielfältige Erfahrungen gesammelt und wir sind fortlaufend dabei, auch alle diese Unterrichtsformate zu optimieren und weiter zu verbessern. Und vor diesem Hintergrund setzen wir auch bei weiter steigenden Infektionszahlen gemeinsam mit den Gesundheitsbehörden vor Ort auf schulspezifische Regelungen für den Unterricht. Dabei spielt natürlich vor allem die Frage eine Rolle, wie viele Lehrkräfte aktuell krank sind, also wie viele wir noch zur Verfügung haben. Das ist natürlich ganz entscheidend für das, was wir an Unterricht anbieten können. Und dafür gibt es Pläne, auch zur Bewältigung personeller Engpässe. Das sind unsere Notfallpläne, die bei Bedarf jederzeit umgesetzt werden können. Und unser Ziel bleibt dabei immer, dass so viele Schülerinnen und Schüler wie möglich Präsenzunterricht erhalten sollen. Allerdings muss man dazufügen, die Lage ändert sich jeden Tag. Man muss sie im Prinzip an jedem Tag für jeden Ort neu bewerten. Das tun wir. Und dann kann das natürlich auch in Abstimmung mit den Gesundheitsämtern für einzelne Klassen oder Schulen auch zeitweise Wechsel- oder sogar Distanzunterricht zur Folge haben.